Ja, halli, hallöchen, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Part Nummer 10, glaube ich. Ja, ich glaube, Part Nummer 10 war das. Ja, wir sind im letzten Part hier in Engine City stehen geblieben. Könnten rein theoretisch heute Glück haben und zur Arena Challenge reinkommen. Genau, die Dame hier haben wir nämlich auch letztes Mal getroffen. Das ist eine, die einen sehr krassen Fanclub hinter sich hat. Und wir haben Dings getroffen, wir haben das böse Team quasi getroffen. Ein provinienter Fanclub, würde ich sagen. Und hier haben wir eine Legende von der und ja, kurz wiederholt einfach nur. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, natürlich jederzeit den letzten Part gucken. Könnt ihr jederzeit, ist auf YouTube wieder verfügbar. Ah, da ist ja schon ein Knospi. Ja gut, wir wollen mal eben... besprich mit dem anderen Schalter, wenn du einchecken willst. Das mache ich jetzt auch. Das mache ich auf jeden Fall. Hallo. Guten Abend und herzlich willkommen im Knospi Inn. Du bist ein Arena-Challenger, nicht wahr? Ja. Ah, du bist Tristan, richtig. Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Oh. Richtig Premium hier. Dip, 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 what up? Jawohl. Am nächsten Morgen. Und Hopp trainiert schon fleißig seinen Pokéballwurf. Guten Morgen. Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel der Legende von Hopp. Na komm, Tristan, machen wir einen Wettrennen bis zum Engine-Stadion. Ja, das rennt schon mal vor. Mir ist es ziemlich egal. Ich werde da jetzt ganz gemütlich hingehen. Was sagst du denn noch? Aus zum Engine-Stadion. Die Eröffnungsfeier fängt bald an. Obwohl, ich lasse euch heute mal nicht länger. Ich spanne euch mal nicht weiter auf die Folter. Ja gut, ich hätte noch mit der Dame eben sprechen können, weil, warum die da so alleine steht. Aber wir haben im letzten Part schon sehr viel Zeit damit verbracht, irgendwelche Sachen anzugucken. Die Eröffnungszeremonie beginnt bald, Arena Challenger. Soll ich dich zum Arena Stadion führen? Nö, lass mal. Oh, du findest selbst das Stadion? Selbstverständlich, sehr vorbildlich. Was? wie du kannst nach rechts laufen, das ist aber toll. Dann haben wir aber gut gemacht, Tristan, richtig fein. Okay, das scheint die Dame zu sein, die uns damals das Pikachu gegeben hat. Ich guck mal eben, was haben wir denn? Jetzt können wir da mal eben rein. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Engine Stadion. Oh, das Hopp. Ich will sofort mal die Kämpfe loslegen, damit ich endlich auch ein paar Fans bekomme. Okay. Du bist Tristan, richtig? Ja. Musste ich gerade kurz aufstoßen, tut mir leid. Bei Veranstaltungen, die zur Arena Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen und die Eröffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena Challenge. Ich schlage also vor, dass du dich jetzt umziehst. Ah, da hast du Umkleide. Oh, praktisch. Stimmt, wir haben die 96 genommen und da steht sogar auf dem T-Shirt drauf. Sehr schön. 96. Geilste Zahl auf der Welt. Toll, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Und die Trikotnummer 96 rundet das Gesamtbild wirklich sehr elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. Auf geht's, Leute. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Raus, der Präsident. Und irgendwie ist alles krass und die Zeit des Wartens ist vorbei. Tut mir leid, ich musste kurz was fixen. Es ist mir eine Freude, das größte Spektakel der Galar-Region zu eröffnen, die Arena-Challenge. Jawohl, die Arena-Challenge. Die Ehre-Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orden ergattert, darf am Champ-Cup teilnehmen. Oder hat somit die Ehre, sich dem allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich hier um einen tosenden Applaus für unseren Arena-Leiter. Oder unsere Arena-Leiter. Sehen wir jetzt alle oder nur den einen? Mal gucken. So, schon besser. Oh, alle auf einmal. Der GP.
Jago, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Galas Experte für Geister-Pokémon, Nio der Schweigsame. Pabella, Meisterin fantastisches Theater und fantastischer Feen-Pokémon. Das ewige Eis Mel. Und der stärkste aller Trainer, Roy der Drachensturm. Einer der Arena-Leiter fehlt heute leider. Aber dies sind sie, der ganze Stolz von Galar, unsere Arena-Leiter. Es fühlt sich halt echt alles wie Fußball an. Es ist, ja. Ich fasse es nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Na, ihr beiden, endlich ist es soweit, wa? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen? Ross ist mein Name. Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon eigene Dynamax-Bänder. Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine spannende, besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön, die Bewohner der Galar-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Mach's gut. Bye, bye. Ihr Präsident scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon-Trainer zu werden. Das Wichtigste für euch ist jetzt erstmal, dass ihr fleißig Erfahrung sammelt. Steckt euch Ziele, nicht nur für eure Pokémon, sondern auch für euch selbst. Lass es uns gleich angehen, Tristan. Ich will schon wieder kämpfen. Habt ihr gar nicht oft genug in diesem Projekt gemacht bisher. Die Arena-Leiter von Galar müssten in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns in Tourfield. Da kommt man über Route 3 hin. Ah, okay. Die haben... Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arena-Stadien von Galar nacheinander aufzusuchen und sich ihre jeweiligen Arena-Rohren zu erkämpfen. Um einen Arena-Rohren zu erhalten, musst du die zugehörigen Arena-Mission bestehen und im Anschluss den Arena-Leiter im Kampf bezwingen. Das klingt sehr nach einer Kreuzung aus Sonne und Mond. Und übrigens, hallihallöche Leute, jetzt auch mit Face. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten oder OBS hat das nicht registriert. Ist ein bisschen ärgerlich, muss ich das halt ein bisschen nachbearbeiten. Ist aber alles verkraftbar, denke ich. Und ja, gut. Wir haben hier also alles erledigt. Die haben dieses riesige Gebäude doch nicht nur wegen dieser Zeremonie gemacht, oder? Da wird garantiert die Liga später stattfinden. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, was halt denn oben ist. Was wir oben ganz im Norden haben. Kann natürlich sein, dass es die letzte Arena sein wird. Kann aber auch sein, dass es da die Liga gibt. Christian, Liga-Präsident Ross hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Okay. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hast du da ein Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxis, was? Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jedem beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast. Oh, das ist cool. Wenn du die Dienste der Flugtaxis nutzen willst, wirst du von einem Kramor Schnurrschutz an dein Ziel gebracht. Öffne über das Spielmenü die Karte und wähle, wo du die Reise hingehen soll. Oh, das ist ziemlich praktisch. Ich zitiere aus der Anleitung der Flugtaxis. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen. Guten Flug! Aber das Höchstwasser bringt dich, wie gesagt, nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du es nach Tourfield willst, musst du also schon mal zu Fuß gehen.
Ja gut, das ist also ganz klassisch Pokémon, nur dass wir fliegen. Hey Challenger, ich freue mich schon auf die Kämpfe. Oh, das ist aber lieb von euch. Vielen, vielen Dank. Ich drück dir die Daumen. Oh, du siehst echt cool aus. Oh, danke. Du musst immer höher, schneller, weiter. Go, go, go. Zeig, was in dir steckt. Oh, vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Ich scheine schon so ein bisschen wie ein Star zu sein. Ich meine, klar, unser neues Design sieht halt auch schon echt cool aus. Ich bin sehr zufrieden damit. Auch wenn der Rucksack einfach schweineteuer war. Und keiner weiß, warum er schweineteuer war. So, ich möchte mal eben bitte einmal heilen, bevor ich mich aufmache. Eigentlich sinnlos. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Bock habt, erzählen, wie oft ich mich sinnlos heile. Wird wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. Ich renne prinzipiell immer zu Pokémon Center. Aber ich hätte so gerne jetzt schon mein Fahrrad, ne? Ich weiß, dass es ein Fahrrad geben wird. Hat man schon gesehen, aber wann... Na, wir werden sehen. Ich möchte jetzt erstmal auf Route 3. Ich gehe mal stark davon aus, dass Route 3 nach Osten ausgeht. Kann natürlich auch Westen sein. Kann auch sein, dass ich gerade komplett sinnbefreit da langlaufe. Westen, wo wir da raus müssen. Okay, na gut. Bin ich ja immer sinnlos hin und her gelaufen. Kann natürlich etwas passieren. Ich schließe das nicht aus, dass es irgendwann nochmal passieren wird. Mal gucken. Ich bin gespannt. Also werden wir jetzt die nächste Route mit Trainern haben. Und das Hopp. Hallo. Da bist du ja. Du, ich habe die Idee. Wie wäre es mit einem Trainingskampf? Du gegen mich. Schon wieder. Na klar. Das wollte ich hören. Wir müssen jetzt in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Warum will der gegen die aus? Auf damit. Hör auf. Geh mich so oft zu Captain Hop. Hop, hop, geh weg. Und er wieder Wolli. Er hat 3 Pokémon diesmal. Hat er auch letztes Mal schon 3 Pokémon gehabt? Ich weiß es gerade nicht. Los, Wolli. Schauen wir doch mal, wie gut unsere Chancen stehen bei der Arena Challenge. Also ich habe auf jeden Fall schon mal ein kleines Monster in meinem Team. A.k.a. Pam Pam. A.k.a. Panda Hero. Das sich sehr, sehr doll zerpflücken wird. Nein, Tackle, wie kannst du es wagen? Manchmal. Ich denke mal, Armstoß sollte eigentlich reichen. Der Tackle macht jetzt halt natürlich keinen Schaden, nicht? Das ist halt klar. Okay. Also zweimal angreifen. Oder nur einmal. Pam Pam hat keinen Bock drauf. Ja. Ist schon ein cooles Pokémon. Na Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total verinnerlicht. Das sagst du mir ein paar 10. Da bist du denn des Wahnsinns? Okay, die erreichen alle ein bisschen Level, schön. Und er hat auch einen... Stimmt, der hatte er letztes Mal auch schon. Also das hat er ja definitiv auch schon. Dann mach ich mal Voldy. Dann mach ich mal mein kleines Voldy. Was eine Entwicklung hat, man wird sehen. Man wird es definitiv sehen. Ja gut, mach ruhig. Nein, piekst mich nicht, du blöd Mann. Kannst du es wagen? Ich glaube, das hat letztes Mal auch schon nicht so viel Schaden gemacht. Naja, das war kraftbar. Ist durchaus verkraftbar. Oh nein, es piekst mich schon wieder. Hilfe. Und nochmal. Ja. Krank. Oh gut, es ist halt ein Trainer, der tatsächlich mal ein bisschen spielt. Mal gucken. Das ist halt nur für uns jetzt ein bisschen nervig, weil ich da jetzt 1000 Runden mehr für brauche. Als vorgesehen. Nein, piekst mich doch nicht, du Arsch. Und letzter Angriff. Okay, gut. Das war sehr effektiv. Ja, okay. Level Ups. Gut. Und Lemion, ja. Du warst klar, dann mach ich mal ganz klasse Schimpep. Pflanzenstarter gegen Wasserstarter. Ganz, 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 ganz klassisch. Euch und in der Klemme nix da. So sind. Aber ein Feld dafür.
Was? Wand? Meinst du Wendung oder meinst du wirklich Wand? Ich verstehe nicht, was Hop von mir möchte. Ehrlich gesagt. Ich verstehe es nicht so ganz. Na komm, noch ein Trank? Oh ne, er hat keinen Trank mehr. Okay. Hatte nur einen, scheinbar. So. Wunderbar, hey, wie hast du gesiegt? Das war doch ziemlich angenehm. Da-da-da-dam. Und alle erreichen Level. Großartig. Da ist wohl noch viel auf der Haufen. Naja, ein gutes Training war es allemal. Oh. Nicht schlecht, Rivale. Du hast auch nicht was auf. Das muss ich dir erlassen. Hier hast du meine Liga-Karte, als Zeichen meines Respektes. Respekt, Bruder. Hier, Liga-Karte. Engine City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen. Knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausfahren kann. Und dann schnappe ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ werde ich sein. Hop aus Furlonghan. Das ist auch, glaube ich, der einziges Ding hier, wo man sagen kann, ja, das ist definitiv ein... Jetzt habe ich den Pfad verloren. Fullingham ist, glaube ich, der einzige Name bisher, der mir hier runtergekommen ist, der tatsächlich wie London klingt. Ach komm, wir sind gleich um die Ecke. Ja, dann können wir nämlich gleich die Route 3 schon mal ein bisschen angucken. Ich gehe mal von ein paar Trainern aus wieder. Ich meine, wir hatten jetzt eine etwas längere Durststrecke, ein, zwei Parts ungefähr, seitdem wir ungefähr in der Stadt angekommen sind. Können wir auch noch ein paar Trainer machen. Ich meine, wir hatten jetzt ein Rivalen-Battle, was ganz in Ordnung ist, aber kann das sein, dass das jetzt viel zu oft kommt? Ich hoffe, dass es jetzt nicht für jede Stadt einen Battle gibt. Na gut, wir werden sehen. Moment, wir können noch... Das will ich vorher machen. Ich möchte noch eben unten gucken. Man konnte ja unten bei der Dings nicht hin. In der Stadt konnte man unten ja nicht rüber, weil da irgendwie die Arena-Vorbereitungen so waren. Kann man das jetzt? Also wenn wir halt ganz nach unten gehen, dann nach Westen raus. Oder beziehungsweise Westen Gang gehen. Oh, das ist ein Gefäldes. Ich glaube, die waren hier letztes Mal noch nicht. Da hinten ist auf jeden Fall nochmal ein Item. Das können wir uns nochmal im Kredenzen. Ah, das sieht aber auch echt wunderschön aus. So ein paar Superbälle. Das hat sich doch schon fast gelohnt. Ah, das sieht aber echt. Also. Wow, mag ich gern. Mag die echt gerne. So, wie komme ich da jetzt hin? Ach, ich bin woanders. Ah, ich verstehe. Das hat zwei Lifts. Was ist das denn da? Ach, gucken wir gleich mal an. Ich sehe mir Tag 1. Naja, gut, mit dem haben wir nicht schon gesprochen. Genau, hier waren wir nämlich nicht. Wir waren nämlich unten lang. Was haben wir hier? Was ist das? Was haben wir da? Das ist... Ich weiß es nicht. Willkommen im Uniformladen. Suchst du nach was Bestimmten? Oh. Ah. Haben wir irgendwas Cooles? Ne, ich bin pleite. Nein, wir haben nichts Cooles. Ja, möchte ich. Okay, das heißt, man kann sich tatsächlich noch neue Uniformen kaufen. Cool. Kam es ein feuriger Star, der aus der weit entfernten Höhenregion zu uns gekommen ist. Okay. Gut, das heißt, man hat durchaus die Möglichkeit, sich das Ganze nochmal umzugestalten. Eine Unterhaltung muss nicht unbedingt bedeutungsvoll sein. Manchmal reicht es einfach nur, die Stimme eines Menschen zu hören. Ja, das stimmt wohl. Das kann ich wohl unterschreiben. Gut, dann wollen wir nochmal eben nach oben fahren. Und dann können wir nämlich da hinten endlich die Route bereisen, die nächste. Sorry, wenn es euch stört, dass ich so viel erkunde, müsst ihr es mir sagen. Dann versuche ich das ein bisschen einzudämmen. Aber ich finde immer Pokémon-Spiele und Zelda-Spiele und sowas, da muss man einfach ein bisschen mehr erkunden. Vor allem, weil man dann immer so ein paar Kleinigkeiten noch entdeckt, die eigentlich ganz schön sind. Gut, Route 3. Wenn ein Pokémon KP verliert, kannst du sie mit einem Trank heilen. Und bei Vergiftung hilft Gegengift. Wenn du immer genug Items dabei hast, kommst du auch ohne Pokémon-Zelda sehr weit. Ja, das kann man manchmal so... Was bist du denn? Du bist ein neues Pokémon. Das ist ein Cotini. Das ist ein Pflanzer-Pokémon. Haben wir zwar schon, aber ich will es trotzdem fangen.
Pokéball los! Auch wenn das wahrscheinlich nicht klappen wird. Hoffe ich doch. Bitte Pokémon, enttäusch mich nicht. Was? Ein Pokémon, das ausgebrochen ist und tausendfach gewackelt hat wieder. Ja, okay, dann, oh, danke, danke. Ach ja, das hat ja... Das habe ich in der Trailer gesehen, dass es das wohl kann. Wenn wir nämlich jetzt ein Pokéball... Was hat es gemacht? Ich muss die Fähigkeit gleich mal angucken. Wir können allgemein mal durchgehen. Dann mache ich heute halt ein paar 5 Minuten länger. Und ich glaube, Masus bellt mich zu. Dankeschön. Cortini wurde gefangen. Alles Level-Ups. Geil. Gute Sache. Gute Sache. So, Cortini. Blumenzieher, Pokémon. Viele Leute werden ihre Trainer, weil sie es nicht niedlich... Achso, viele Pokémon werden ihre Trainer, weil sie es nicht niedlich finden, wie diese Pokémon in sanften Brisen umherwirbeln und voller Freude singen. Okay. Ich habe den Satz jetzt nicht verstanden. So, erstmal in der Box. Gut. Ja, ich wollte mir mal eben die Pokémon ein bisschen angucken. Wir machen die Route einfach missbar. Euch interessiert aber bestimmt auch mal eben... So, Pokéball erstmal wegnehmen. Fein, das wollt ihr richtig fein gemacht. Okay, schauen wir doch mal. Was haben wir denn da für Sachen? Okay, passt ein Level ab auf jeden Fall. Ist ein... Ihr habt gesagt, blau ist niedrig und Spezialangriff ist damit hoch, wenn es rot ist. Das heißt, ein etwas spezielleres. Weil ich weiß nicht, ob das bei mir... Ich glaube, bei dir ist es gar nicht so gut, ne? Du hast eher... Ja. Es ist tatsächlich nicht so geil. Wow. Ist halt eine Frage, ob man das eventuell nochmal fangen wollen würde. Ich bin sowieso am Überlegen. Mein Team ist eigentlich so ganz in Ordnung. Ich werde aber weniger auf Competitive spielen. Das ist ein witziges Wesen. Ja, okay. Okay, da könnt ihr mir sagen, was das bringt. Abhaut. Trägt das Pokémon kein Item bei sich. Halbt es den Ball aus dem ersten gescheiten Fang. Oh, cool. Also kann man sich ein bisschen drauf verlassen. Ist halt jetzt die große Frage, hast du eine Entwicklung? Das werden wir noch irgendwann rausfinden. Mir bitte nicht sagen. Wir werden es gemein... Also ich werde es für mich rausfinden. Wenn ihr es schon kennt, ist es cool. Für mich aber weniger. Okay, Verteidigungsboost und Spezialangriff wird gesenkt. Ja, okay. Titankiefer. Die kräftigen Kiefer des Pokémon erhöht die Stärke von Bissattacken. Ja, ganz nett. Und lasches Wesen. Okay. Captifuchs. Angsthase, ja, das haben wir ja schon mal rausgefunden. Und kauziges Wesen. Ist ein neutraler Typ, der sich nicht weiter auswirkt auf die Pokémon. Okay. Pancham. Oder Pampam. Na gut, den Schwarzhahngriff, den kann ich drauf verzichten bei Pampam. Verteidigung ist ganz in Ordnung. Starker Tag. Ah, okay. Ja, okay. Und Maiko hatten wir, glaube ich, schon. Ja, ist okay. Ah, Initiative. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass es geboostet wird. Jetzt wollten wir uns auch die Fähigkeit von dem, von diesem Blumen-Pokémon angucken. Wo habe ich es denn? Ich müsste, glaube ich, in den Beutel dafür gehen, oder? Dann stehen deine Max Pokémon-Box. Da haben wir sie. Du kannst die Pokémon-Box nicht über deinen Beutel benutzen. Dann. Kann ich das nur Pokémon-Camping machen? Geht das da wieder? Menü? Ja, okay. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir gerne mal eben sagen, wie ich die... Nein! Geht weg. Wie ich die Box benutzen kann. Ja, Leute, ich würde aber sagen... Na komm, wir gehen jetzt noch zum Pokémon Center. Ich gucke mir das Pokémon jetzt an. Also es ist ja... Warum sagen wir die denn, dass ich die Pokémon-Bugs benutzen darf und dann kann ich sie doch nicht benutzen? Ich weiß es nicht, Leute. Stimmt, die Pokéjobs, die können wir dann auch nochmal angucken. PC-Boxen. Du kannst deine Pokémon-Box in eine Pokémon in der PC-Box in der verschiedenen Pokécenter aufbewahren, besuche ein beliebiges Pokémon Center. Ah ja, okay. Ja, stimmt. Cortini.
Bericht. Was haben wir denn da? Wir haben... Ja gut, klar, Pflanze, wissen wir. Das ist... in der Box paralysiert geblieben. Normalerweise wurden die doch immer geheilt. Okay. Gut, Spezialangriff. Wolfflaum, wird es von einem Angriff getroffen, verstolltes Teil seines Formes, wodurch die Initiative aller anderen Pokémon sinkt. Ja, okay. Hat sonst nur ganz relativ normale. Das ist ein Pokémon, was ich jetzt aber nicht unbedingt reinnehmen würde, weil mein kleiner Schimpette ist schon ganz in Ordnung, was, wie es ist. Gut, aber Leute, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich heute. Moment. So viele Sachen. Wir gucken nochmal eben die Pokéjobs an, wenn ich das dann schon mal machen kann. Es gibt einen neuen Job zu erledigen. Kann ich denn auch meine alten erledigt? Ah. Na, ihr drei? Jawohl! PCO! Na, was hat er denn mitgenommen? Die Pokémon haben besonders gut gearbeitet. Alle haben ihren Job erledigt und Erfahrungspunkte erhalten. Ist das jetzt nicht zum... Beim nächsten Mal solltest du mehr Pokémon entsenden, die einen Typen zum Job passt. Raffel scheint dir etwas geben zu wollen. Oh, danke schön. Okay. Okay, das ist tatsächlich ganz in Ordnung. Okay, cool. Ja, bis bald. Ja, genau. Das sage ich nämlich auch. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich freue mich immer über Kommentare. Ich werde es auch immer lesen. Auf jeden Fall. Ja, eine Bewertung wäre halt auch immer ziemlich cool. Und freut euch auf den nächsten Part. Bis dann und bye bye.